Ja, bevor das Video losgeht, wollte ich noch kurz sagen, ich habe das Video voraufgenommen, dass es ein Aktionen gibt, 17% Aktionen auf fast alle Online-Kurse und Sessions und so weiter mit mir. Du gibst einfach auf liebeschipp.de Herbst 19 ein bei der Kaufabwicklung. Und es hat auch für 10 Tage wieder die Liebeschipp Plus Community geöffnet mit Meditation, Forum und fancy Stuff. Ja, und nun geht's weiter zum Video. Ich teste mal gerade einmal ein neues Design, also keinen Schreck kriegen. Es ist der gleiche Mensch. Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute geht es um das Thema Schuld, Verantwortung und Bewusstsein. Bleibt dran! Ich bemühe mich weiter, mal wieder mehr. Wir hatten ja den Mittwoch eigentlich so für Live-Geschichten. Jetzt momentan pendel ich relativ viel und sitze auf dem Auto mittwochs. Und jetzt nächsten Mittwoch ist ja da die Lesung in Hamburg. Aber ich versuche dran zu bleiben. Also guckt gerne öfter mal rein, ob mittwochs oder vielleicht auch manchmal donnerstags oder dienstags ein Live-Video ist. Das kriegt ihr vor allem, wenn ihr den Kanal abonniert, ne? Weil dann kriegt man so Benachrichtigungen. So. Ja, Thema, was super häufig gefragt wird. Man erlebt irgendwie Sachen, dass einem die Haare zu Berge stehen in einer Beziehung, im Dating und fragt sich dann, ist es bewusst oder ist es unbewusst? Ne? Jetzt muss ich erstmal sagen, es ist natürlich egal, ob ein jemand bewusst mit dem Auto überfährt oder unbewusst mit dem Auto überfährt. Das Auto fährt über einem drüber. Es tut immer gleich weh. Und es ist eigentlich wurscht. Also das heißt, wenn ihr euch schützt, also wenn es einfach nur weh tut und alles furchtbar ist irgendwie und ihr nur leidet, dann ist es egal, ob der andere es bewusst macht oder unbewusst macht. Ne? Das spielt keine Rolle. Ne? Ihr müsst nichts aushalten. Und das gilt auch, und dürft euch schützen und aus der Situation rausgehen. Ja, wirklich ohne viel Trara und Drama, das ist immer okay. Aber jetzt kommen wir mal weiter zu der Frage: Naja, wenn es jetzt so komplexe Handlungen gibt wie Fremdgehen, Lügen erzählen, ja, Sachen völlig verdrehen und so, also da kann jetzt keiner sagen, das ist neurophysiologisch unbewusst. Also, geht nicht, ne? Ich kann unbewusst mal stolpern oder unbewusst, weiß ich nicht, ich verlege meinen Schlüssel irgendwo, aber ich kann nicht so komplexe Handlungen sagen, dass ich sie komplett unbewusst ausführe, so, ne? Also insofern ja, es ist sozusagen auf so einer kognitiven Ebene ist dann natürlich ein Bewusstsein. Man muss sich das aber so ein bisschen so vorstellen wie eine Gewohnheit. Also wenn ihr jetzt Fahrrad fahrt, ihr fahrt ja bewusst Fahrrad, weil ist ja nicht im Traum oder so, man fährt Fahrrad und trotzdem weiß man nicht exakt, was mache ich da jetzt eigentlich? Wie halte ich das Gleichgewicht und so? Also es ist wie so eine Art Gewohnheit. Und es gibt halt viele Menschen, für die ist aufgrund ihrer Biografie, was sie da gelernt haben, ist zum Beispiel Lügen eine Gewohnheit. Die brauchen da gar nicht drüber nachdenken. Das ist auch noch nicht mal, dass man denen das anmerkt, dass die lügen, weil das schockt die halt überhaupt nicht. Und die lügen auch nicht nur beim Thema, bist du fremdgegangen oder nicht? Die lügen auch beim Thema, hast du fettarme Milch oder fettfreie Milch gekauft? Das ist ein Reflex zu lügen. So, ne? Und wie alle Reflexe und alle Gewohnheiten ist das äußerst mühsam abzustellen. Und trotzdem ist es natürlich irgendwo bewusst, aber es ist eben Automatismus. Ja, also ich habe wirklich den Eindruck, dass viele Minuspole, die haben sich wirklich trainiert, bestimmte Sachen, die sie selber kritisieren würden, einfach nicht mehr wahrzunehmen. Genauso wie Pluspole trainiert haben, ihre eigene Abhängigkeit nicht wahrzunehmen irgendwie und meinen, sie werden gar nicht so abhängig so, ne? Also es gibt da wirklich blinde Flecken, das ist wirklich frappierend. Ich finde das auch, wenn ich das mal, ich habe ja manchmal so Paare auch gehabt in meiner Laufbahn, wo vielleicht einer so ein bisschen ins Narzisstische geht. Es ist frappierend, was so Menschen wegstecken können, also wo die echt einfach da rein, da raus, kommt gar nicht an, ob der andere da weint oder ne? Was ich jetzt persönlich in aller Regel nicht glaube, dass dann da jemand sitzt und denkt, so aus freien Stücken mache ich den anderen jetzt mal fertig, sondern weiß nicht, sind dann wahrscheinlich selber so voller Schmerz und Wut häufig, ist ja auch Wut ganz häufig ein Thema,
ja, dass das eben nicht mehr gesehen wird, was mit dem anderen macht und eben dann zu dieser mangelnden Empathie kommt, ne? Man kann es nicht begreifen, aber es wird nicht wahrgenommen. Es wird nur wahrgenommen, beim Minuspol ist es häufig, es wird nur wahrgenommen, was andere für Fehler machen. Die eigenen Fehler, die werden einfach nicht wahrgenommen, ne? Das ist genauso wie Pluspole die Fehler von anderen nicht wahrnehmen und nehmen ihre eigenen Fehler wahr, ne? Das ist eigentlich genauso eine Verzerrung, aber im Pluspol hat man halt viel mehr Bereitschaft dran zu arbeiten. Und jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema. Gibt es leider das gleiche Wort dafür, obwohl es eigentlich was anderes meint, aber inwieweit habe ich ein Interesse daran, an einer Bewusstheit zu arbeiten, dass ich genau das mache? Weil das wird für eine Beziehung schon völlig ausreichen. Man muss nicht perfekt sein. Es wird völlig ausreichen, zu sagen: Wow, das ist ja spannend, dass ich deine Bedürfnisse immer wieder nicht achte. Und ich muss da wirklich mal gucken, wie ich an mir arbeiten kann da. Und wenn das wirklich ehrlich rüberkommt und auch in Echtzeit Ergebnisse liefert, wunderbar. Und um so eine Bewusstheit, also wenn man so will, um so eine Meta-Bewusstheit, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und wenn ihr einen Partner habt, der irgendwelche komischen Sachen macht, da kann man sicherlich immer überlegen, was mache ich da jetzt dran, aber wenn diese Metabewusstheit nicht da ist, ne, zu sehen, also das mache ich wirklich und ich bin auch wirklich betroffen, dass ich das mache. Ich bin betroffen, dass ich Sachen mache, die andere verletzen, die ich selber nicht wahrnehme und ich gebe da wirklich Energie rein, das zu ändern. Ja, dann kann man gucken, aber wenn das nicht der Fall ist, ja, dann muss man sich damit abfinden, dass man immer wieder vor die Wand rennt, ne, beziehungsweise die Wand auf einen zurennt. Und das letzte jetzt mit der Schuld. Also ich persönlich glaube ja inzwischen so nach meinen Forschungen, dass das ein Begriff ist, der nicht taugt. Das bringt einen nicht weiter. Also jeder agiert so, wie er gerade agieren kann. Ich will das jetzt auch gar nicht auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext, also wenn man jetzt mal nur beim Thema Beziehungen bleibt, weiß ich nicht, ob man da so von Schuld reden kann. Wir sind alle lichtvolle Seelen hier, aber haben halt unterschiedlich zu kämpfen mit unserer Bewusstheit, mit dem Ego und unserer Programmierung und da kommen halt ganz verschiedene Sachen bei raus. Also jetzt so einen Wettbewerb zu machen, wer mehr Schuld hat an bestimmten Dingen, halte ich für wenig erfreulich und da kommt meiner Ansicht nach auch nichts bei raus, außer es ist unfassbar, wie lärmverseucht die Welt ist. Ne? Das ist immer ist irgendwo. Das wird okay, Motorsäge oder ist echt unfassbar. Aber gut. Also man kommt mit diesem Thema Schuld nicht weiter, weil also wenn jemand sich anders verhalten könnte, würde er es machen und vielleicht diese mangelnde Verantwortungsübernahme, die dann häufig da ist, vielleicht erreicht man lieber jemand sogar am besten, indem man ihn verlässt, indem man sagt, nee, ich mach das nicht mehr mit und wenn das vielleicht 5 Leute gemacht haben, vielleicht kommt dann derjenige auf seinen Weg weiter und hat dann irgendwann Lust, mal hinzugucken, was mache ich hier eigentlich. Aber da habt ihr keine Kontrolle drüber. Ihr habt nur Kontrolle über euer eigenes Leben und es ist schon schwer genug, seine eigenen Balken zu erkennen und darüber nicht zu verzweifeln irgendwie. Also das noch bei anderen zu machen, das ist eine Last, die kann kein Mensch tragen auf die Dauer. Also, ne, das muss jeder für sich selber wissen. Also insofern, darüber rumzustreiten, wer hat jetzt Schuld an irgendwas, ist wirklich Grund für viele völlig sinnlose Paarstreits. Ist es besser oder auch ein Zeichen von einer gewissen Weiterentwicklung, die man erreicht hat, wenn man da einfach daneben stehen kann und kann sagen, okay, ich nehme es wahr, ich sehe, ich kann hier nichts machen und ich gehe irgendwo weiter, was auch immer das genau heißt, weitergehen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.